Tello, schon wieder eine heiße Schlussphase gegen Düsseldorf. Wie blickst du jetzt ein paar Tage später auf die Partie zurück? Ja, also ich glaube, es war nicht unser bestes Spiel, aber wenn man sich das Spiel komplett anschaut, gerade auch mit den letzten 10, 15 Minuten, ist es sehr ärgerlich. Es sind dann wohl eher zwei verlorene Punkte als ein gewonnener. Ja, aber wir können es jetzt nicht ändern. Jetzt heißt voller Fokus auf Regensburg und hart arbeiten die Woche. Es war bereits das 10. Remis in der laufenden Spielzeit, nur der HSV hat öfter unentschieden gespielt. Wie ordnest du diese Statistik ein? Auf Statistiken gebe ich eigentlich nicht so viel. Klar ist es ärgerlich, wir wissen, dass es zu Hause zurzeit nicht so gut läuft. Ja, und immer, gerade wie auch schon gesagt, wir haben in Sandhausen noch in letzter Sekunde das Gegentor bekommen. Jetzt am Wochenende mit der Schiedsrichterentscheidung auch ein bisschen das Pech auf unserer Seite gehabt. Ja, wir müssen einfach hart arbeiten, weiter an uns glauben und einfach ja, Gas geben. Mit Regensburg wartet am Sonntag ein Gegner, der seit 7 Spielen nicht gewonnen hat. Macht sie das besonders gefährlich? Ja, klar, wir haben das auch in den Hinterköpfen. Wir wissen um ihre Lage. Wir wissen aber auch, dass sie spielerisch sehr gute Mannschaft sind und dass wir da auch aufpassen müssen, dass wir nicht leichtsinnig werden, dass wir das halt gerade als Grund sehen, aggressiver zu Werke zu gehen und die noch mehr unter Druck zu setzen, gerade von Beginn an auch. Und dann habe ich ein sehr gutes Gefühl fürs Wochenende. Dann wünsche ich schon mal viel Erfolg. Dankeschön. Ciao.